Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey für den PC. Im letzten Part waren wir mit Goal bei der Partnerberatung und ja, gut, nö. Und haben irgendwie versucht, Katzenfutter herzustellen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe offscreen mal ein bisschen geschaut, wie wir jetzt hier weitermachen können, damit irgendwas passiert. Und ich habe ein bisschen was vom Doc erfahren. Gibt es schon, das will ich euch nicht vorenthalten. Tauchboot? Ich arbeite dran. Und zwar, weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Verdammt. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Richtig, das kann ja sein, ne? So. Ach komm, nimm mal die anderen Dialoge noch mit. Bist du sicher, dass du Goal wieder zusammensetzen kannst? Natürlich. Ich brauche nur die dritte Datasette. Die sich in Donners Implantat befindet. Genau die. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Auch wenn mir der Seegang etwas Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Stabilisatoren an die Knochensäge zu bauen. Weißt du zufällig, ob Goal Bluterin ist? Du schaffst das schon. Ja, eben. Also ich meine, ne? Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Ja, gut. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Bestimmt. Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Ja. Ich mach okay. Dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Dann haben wir das. Wir gehen nochmal zum schwimmenden Schwarzmarkt und quatschen mal mit dem Angler hier. Na du? Ist ja unser bester Freund. Mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Meine Ruhe will ich. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Stiefel, hm? Hey. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Das stimmt, ich bin auch da, ja. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Aha. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na du? Verschwinde, ich... Och, komm ja, komm schon, ich will einen Stiefel haben. Ein Stiefel. Vergiss es, ich bin ich. Jede Art von... Natürlich. Welchen Schnürsenkeln. Vergiss Mist.
Verdammt! Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Mhm. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn... Spekulierst, dring mich nicht. Ich hab mal... Ja, ja. Nein. Bla, bla. Ich habe... Nass werden, bevor ich die... Ich sag doch, nie... Okay. Na du? Anscheinend... Verschwind- Euch wirklich nur ein bisschen mehr Geduld. So ein Stiefel ist doch nicht am Ab. Ich verschwinde. Spekuliere mich nicht. Ich hab. War das eine. Nein. Haha. Ich habe noch. Das werden wir, bevor ich. Okay, dann bleiben wir einfach mal hier. Und warten. Und warten. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Sehr gut. Wir warten weiter. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Jo. Sehr schön. Jetzt angeln wir endlich diesen blöden Stiefel und gut ist. Hä? Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Ich sag doch, niemand Damn. Kann es... Nein! Nu! Verdammt! Nur weil ich gerade das Inventar öffnen wollte, um zu sehen, ob man damit da dann vielleicht noch irgendwas machen kann. Na du! Verschwinde! Blöd. Aber ich brauche einen Stiefel! So ein Stiefel ist doch eine feine... Nicht am Ab... Ich will einen Stiefel haben. Ich verspring... Ich bin... Ich hab mal... War das ein... Nein, ich... Das wäre bevor... So, nochmal. Meinetwegen. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Zur Not werde ich das vorspulen oder sowas. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Ach ja. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Ich kann ja auch alleine wieder in den Kutter gehen. Zwingen Sie nicht, da zu stehen. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch ja, endlich. Ja, ich könnte auch Sie ein Lied singen, ja nur einen Pyjama. Aber da habe ich gerade gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Die Musik lädt jetzt nicht unbedingt zum Singen ein. Rufus, bitte. Okay, okay. Ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Na bitte. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Ja. Toll. Oh boy. Gut, damit geht's nach Porta Fisco. Und dann wollen wir doch mal Goon den Schuh geben, damit er was zu essen hat. Klingt so falsch. Aber hey. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich?
Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau, das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Tja. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier mit dem kaputten Regenschirm am Gulli vielleicht noch irgendwas machen können. Ja, das ist aber noch... Hier ist... Nee. Schade. Das hier habe ich mir bereit. Tja. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Komm, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Ja. Was sind das? Können Sie daraus... Oh, halte diese Dinge, Junge, die würden was in der Ja, ja, bla, bla. Bla, bla, die junge Dame hat gesagt, ist nicht, ich weiß. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Tja. Hey, Janosch. Ah, Ruvush. Tod dem Organon und so. Ja. Ich gehe dann mal. Okay, wieder. Da haben wir nichts weiter zu bequatschen. Liebold, können wir nicht quatschen. Schade eigentlich. Na gut. Die Frage ist jetzt. Was machen wir jetzt mit dem Schirm? Denn... Wir brauchen ja noch irgendein Gefäß mit Wasser, wo Goal sich rein oder wo wir Goal sagen können, dass er sich reinstellen soll. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. So. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Das nee. Ist der perfekte Boden. Brauch halt noch ein Behältnis fürs Wasser und genau da ist mein Problem. Ich finde kein Behältnis für Wasser. Das ist doch doof. Am Nordpol ist nichts, am schwimmenden Schwarzmarkt ist aber auch nichts. Oder könnte da noch irgendwas sein? Ah, wir gucken einfach nochmal. Komm. Einfach hier nochmal kurz vorbeischauen. Aber da kommen wir nicht durch. Hier in dem Napf. Das bringt alles nichts. Katzen sind zwar alles, aber irgendwie bezweifle ich trotzdem, dass ihr das hier schmecken würde. Ja. Und schau. Banane ist auch die Katze egal. Scheint sich wie traurig. Wahrscheinlich isst sie nur Thunfisch. Ja. Dann darf sie sich auch nicht beschweren. Ich höre Hilfe. Lass, ich sag. Ja, ja. Ist ja gut, Goal. Ist ja gut. Nicht die Bananen. Den Bananen kann Goal nichts anfangen. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Das stimmt. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall-Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Ach, na den?
Die Katze scheint sich nicht für den Köderfisch zu interessieren. Wie traurig. Wahrscheinlich isst sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch... Ich höre... Lass das... Ja, ja. Ja, ist gut. Ist gut. Wir müssen ihn... Zu dumm. Ha, so eine dumme Tür. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Ja, ja. Hast du die Katze gesehen? Ja, so ein armes Ding. Wahrscheinlich heißt sie Schnurrbart oder Mr. Mounds oder Frank Fellmann oder Mick-Mick-Mauseschreck oder... Wohl, es reicht. Wenn wir erst einmal ihren Namen kennen, wird sie uns nur noch mehr leid tun. Ach, du hast so ein gutes Herz. Das ist einfach ja, ne? Erfahrung. Bei der alten Frau, die in mein Raketensilo gefallen ist, war es genauso. Jo. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Das ist schön. Dann... geht's doch mal nach Porta Fisco. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich hier noch machen könnte. Aber, ja. Zugegeben, es ist Schrott. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf den Müll gehört. Okay, okay. Zugegeben, aber das heißt... Nö. Zugegeben, aber das heißt... Nö. Ach, was soll? Man soll eh keinen Regen schütten. Aha. Oh, der Regen schon mit Duftbäumen. Na gut. Ist aber immer noch kein Gefäß für Wasser. Hier ist aber auch nichts weiter. Ich sehe, du hast noch was. Aber wo? Ich will dich. Ich hab. Nee. Hat Gun noch irgendwas für mich? Ich glaub's zwar eher weniger, aber man kann ja mal gucken. Komm, laufen wir ein bisschen schneller, Rufus. Jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit! Himpopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ja. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Ja, Nochmal zu Porta Fisco. Was möchtest du wissen? Lass uns dieser Ort... Ja, nicht. Ja, darum ist es... Ich rede ihn. Niemand... Hier ist einfach... Moment. Vielleicht nochmal, wenn das Ding läuft. Vielleicht können wir jetzt mit dem Köderfisch irgendwas anfangen. Komm. Tschüss. Ich sollte das... Was hast du da? Sind das... Hören Sie darauf... Oh, halt die Jungen, die würden mir was im Klimmer hin. Aber die nette junge... Welche nette junge Dame denn? Nee. Hey, ja. Hier eventuell... Gut, dem... Neue Gesprächsoption? Nee. Bei Toni? Und? Auch nicht. Du wirst nicht glauben. Lass du was weiter als das und aber dies Ex und du wirst aber ich ende. Verdammt. Das so. Ist bla, bla, bla. Wie bist du hier gelandet? Du und in das wenn ich gar nicht. Das Gespräch schön, kennen wir schon, ich will nur die Gesprächsoption hier weg. So. Ich muss los. Anführen.
Was? Ich wollte nicht da. Tja. Okay. Das dürfte wahrscheinlich auch nichts bringen. Ich habe noch hier. Nee. Und auch die Bananenschale. Ich versuch's trotzdem nochmal. Trotz allem. Was wird die. Verdammt, ja. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay. Wir haben jetzt hier Duftbäume an unserem kaputten Regenschirm dran. Aber das bringt doch nichts. Das schreit gerade. Das bringt uns doch absolut nichts gerade. Ach. Das ist der Grund, warum ich derartige Spiele nicht mag, ne? Dummes Rumgesuche nach irgendwelchem Mist. Naja. Ich würde aber sagen, das soll es jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.